Sayonara, meine Lieben. Ja, heute ist unsere Bastel-Idee mal japanisch. Heute werden wir nämlich Kokedama, eine Kokedama-Pflanze basteln. Was heißt Kokedama übersetzt? Kokedama heißt auf Japanisch übersetzt Mooskugel, Moosball. Und genau das ist es. Man sagt auch zu den Kokedama-Pflanzen, es sind die Bonsais der armen Leute. Überall in Japan hängen an den Fenstern die Kokedama-Pflanzen. Die könnt ihr euch mit wirklich wenig Aufwand, wenig Geld selber basteln. Sind ein ganz tolles Geschenk, weil die bei uns noch sehr unbekannt sind. Also, bei mir ist von einer Pflanze ein Trieb abgebrochen. Da habe ich jetzt diesen Schössling draus gezogen. Schaut, der hat gewurzelt. Den kann ich jetzt wunderbar wiederverwenden, den Burschen. Ja? So, da zwickt man jetzt hier mal ab, weil da unten kommt wieder was Frisches nach, sehe ich gerade. Was braucht ihr alles dazu? Also, ihr braucht ganz normale Blumenerde. Dann, wichtig, Bonsai-Erde, die gibt es wirklich. Also, es geht auch ohne Bonsai-Erde, aber meine besten Ergebnisse habe ich bisher beim Kokedama mit Bonsai-Erde erzielt. Dann so ein Schössling. Moos, das findet ihr draußen. Und ganz gewöhnliche Erde und einen dünnen, aber festen Basteldraht. So, und jetzt gehen wir gleich mal in die Vollen. Wir müssen jetzt ein Drittel Moos mischen mit ein Drittel Erde und einem Drittel Bonsai-Erde. Und zwar zu einer richtig schönen Matschepampe. Dazu nehmen wir dann Wasser. So, hier kommt noch die Bonsai-Erde. Was an der so besonders ist, ich weiß es nicht. Aber die Japaner haben mir gesagt, für Kokedama brauchst du unbedingt ein Drittel Bonsai-Erde, sonst wird es nichts. So, dann tun wir jetzt ein bisschen Wasser dazu. Das ist jetzt Regenwasser von draußen. Und das Ganze schön durchmatschen. Schaut mal her, es soll eine richtige Matschepampe werden. Ich meine, sowas machen Kinder bekanntlicherweise immer gerne rummatschen. Das sind die absoluten Spezialisten drin, die Kinder, das wissen wir, glaube ich, alle. So. Das wird schon richtig gute, schöne Kugel. Wer gar nicht mehr Wasser braucht, das passt schon auf Anhieb. Mensch, ich bin ein richtiger Kokedama-Naturgenie, würde ich einmal in aller Bescheidenheit sagen. Ja, da machen wir jetzt eine Art Ball draus und geben hier unsere Pflanze hinein. So, ihr seht schon, wird so einen schönen Knödel draus geformt. Drücken ein bisschen das Wasser raus. Und jetzt kommt mein Blumendraht ins Spiel. Den wickel ich jetzt da ein paar Mal rum, um hier die Form zu bewahren. Und ihr seht, wenn man ein bisschen einen dünnen Blumendraht hat, dann fällt der gar nichts auf. Ich verzwirle jetzt das da herum einmal. So, und jetzt kommt noch Moos außen drum rum. Eine äußere Schicht, eine Deckschicht Moos. So. Also jeder Japaner wäre jetzt verdammt neidisch, wenn er sieht, was ich hier zustande bringe. Und meine Lieben, ich arbeite hiermit bei euch gerade in Echtzeit. Ja? Also nicht, dass ihr da glaubt, ihr habt irgendwas vorbereitet oder ich bin ein alter Kokedama-Meister. Gottes Willen, nein, natürlich bin ich nicht. So, ja, eigentlich ist unsere Kokedama-Kugel schon fertig für das, was ich sowas noch nicht gemacht habe. Nicht schlecht, der Specht, würde ich mal sagen. So, jetzt zücken wir den Draht hinten ab. Dann den gegenführen. Ja, und jetzt müssen wir nur einen Anhänger ran machen. Den hängt man nämlich dann ins Fenster rein. Wie gesagt, in Japan, wer schon in Japan war, so wie ich, da hängen wirklich überall in den Fenstern diese Kokedama-Kugeln. Das gehört da bei denen einfach so dazu, das ist da Tradition. Und wie gesagt, man sagt ihm auch dazu, dass das die Bonsais für arme Leute sind. Finde ich nicht so, ich finde die Idee ganz gut. Man muss eigentlich nur ansprühen und dann nimmt die Pflanze das Wasser in sich auf. So, und so hängen wir es dann, Moment, euch mal austarieren. So hängt man es dann
ans Fenster. So, natürlich, dass sie Chip sind. So, jawohl. Hier nur verzwirbeln. Ja, und schaut her, wie schnell das geht. Fertig ist unsere Kokedama-Kugel. Das ist doch mal was für den Geburtstag. Mal nicht dauernd die Süßis heimschleppen, sondern so eine wunderschöne Mooskugel, eine Pflanzenkugel basteln. Ihr könnt euch andere Pflanzen hernehmen, aber die hat es mir zugesagt, die war jetzt schön, gut und günstig. Ja, meine Lieben, weitere tolle Bastelideen wie diese hier findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich sehr, wenn wir uns wieder mal sehen und zwar am besten draußen. In dem Sinn, meine Lieben, macht's es gut. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, pfiat'ing, servus, euer Olli.